Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Satisfactory. Und was war das? Na, ich habe kurz was gehört. Wir sind wieder zurück bei unserem Weltraumlift stehen geblieben. Kann ich eigentlich die intelligente Beschichtung rausnehmen? Kann ich nicht. Deswegen baue ich lieber das Ding nicht ab. Ich habe ein bisschen Schiss, weil da hinten wird die intelligente Beschichtung zweimal hergestellt. Deswegen gehen wir erstmal zu unserem Gelee. Sieht immer so knapp aus, finde ich. Habe immer so Herzklopfen. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen auf die Rotoren warten. 5 weitere Stück. Dann gucken wir auf die intelligente Beschichtung, wie viel das Ding nochmal hat. So, es ist arbeitsbereit. Soll ich mal sagen, was wir machen können? Wir machen einen fusionierenden... Ja, hier. Es fehlt an Rotoren. Warum fehlt es an Rotoren? Ah, wegen den Schrauben. Sieht ein bisschen dumm aus. Mach das mal lieber weg. Das ist die Maschine in der Wand drin. So, perfekt. Ja, es wird ja schon bauen, ne? Einmal Rotoren. Verstärkte Eisenplatten. Verstärkte Eisenplatten sind ja voll aufgerüstet. Direkt. Aber es fehlt an Rotoren. Rotoren sind nicht so viel. Schade. Ich weiß nicht warum, aber... Es fehlt halt an Schrauben. 5 Eisenstangen ist viel, aber Schrauben. Nochmal extra. Ja, ich habe extra mehr von diesen Teilen. So, Produktion. Constructor. Boden ist zu steil. Warum ist Boden zu steil? So, Produktion, Constructor, jetzt können wir es bauen. Das wird dann halt... Was ist das eigentlich? Das ist ein Fusionator. Es fusioniert in gewisse Teile. Ich muss das noch mal kurz dann abbauen. So. Das heißt, was wir machen könnten, ist das hier. Ne, nicht gut. So, so Logistik. Es fusioniert die Teile hierhin. Das heißt, wir verbinden das Ding und verbinden das, sieht super aus, in diesem Stück. Dann geht es nach dort drüben als Splitter. Hier drüben. Das sieht cool aus. So, splittet das einmal hier hin. Und einmal nach hier unten, bitte. Ja, das sieht so gut aus. So, jetzt haben wir einmal Eisenstangen für unten, was hier ja noch weitergeht.
werden ja weiter verarbeitet. Einmal die Eisenstangen hier, ich muss kurz mal durchquatschen, und einmal ein weiterer Splitter hierfür. Und der macht daraus Schrauben. Wir werden mal gucken, wie wir das machen. Aua. Ich hasse diese scheiß Gas-Dinger. So, wenn wir das ja schon direkt hier machen. Aua, danke. Schrauben. Ist das ein Fusionator? Das ist ein Splitter. Das ist... es ist... Man muss überlegen, wie viel man baut auf einer so kleinen Ebene, weil diese... Das sind riesenfette Dinger. So, wie mache ich das denn jetzt? Das ist die Frage. Ich könnte wenigstens das hier wegmachen. Ja. Gut. Kurz mal überlegen. Hier, Alter. Hier könnte ich aber noch kurz auch runtergehen, aber. Es wird ein bisschen voll hier. Bisschen krass. So. Man braucht auch ein. Übersichten geschehen jedenfalls. So. Der macht den Eisenplatten, baue ich nicht. Ich habe ja direkt Schrauben, so mache ich die hier rein. Ja. Schon mal ein bisschen besser sehen. Sicherung durch den Brand. Wahrscheinlich die Blütenblätter sind hin. Malle. So, der baut den nicht mal weiter. Gut, dann kann ich das erstmal hier abbauen, wenn ich will. Der ging ja direkt da drauf. Dann habe ich hier noch einen extra Splitter. So, die Sache ist, wir haben jetzt oben nochmal extra der Schrauben erstellt. Noch nicht direkt, weil der ja noch nicht verbunden ist mit dem Stromnetz. Aber so eine Art jedenfalls. So, ich baue mal auch eine Leiter als einfach nur so als Dings. Perfekt, so sind die schon mal verbunden wieder. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es machen mit dem Zeug da unten. Wir haben ja einfach Schrauben, die direkt... Also das sind ja beide Schrauben hier, ne? Schrauben, ja. Ja. Und Schrauben. Das würde heißen, ich könnte eigentlich easy ein...
Warte, dann weiß ich, wie ich es vielleicht mache. Auch nur vielleicht. Ja, ich muss gucken, wie. So. Fissionato. Ich weiß nicht, was das ist jedenfalls. Das ist ernsthaft. Ich mache auch kurz Licht an, sieht man ein bisschen was. So. Alter. Stapelbar bitte. Hallo? Ich bin noch nicht mal in der Reichweite davon. So, ich muss. Ich hänge fest. Ich hänge wirklich fest. So, kurz mal hier. Vorbei. Danke. Mir fehlen. Dann könnte ich das eigentlich so runter machen. So. Warte, wenn mir denn wirklich Dinger fehlen, dann mache ich einfach neue Platten. Dann haben wir das auch. Danke. So, Förderband. Ich habe ja auch Förderband MK2, deswegen, die sind schneller theoretisch. Sind die schneller? Nee, mehr Ressourcen transportieren sie. Der Förderband ist zu steil. Perfekt, das ging. So, jetzt haben wir den Fusionator hier. Jetzt brauche ich nur einen Splitter für die beiden. Oder ich hätte eine Idee. Naja, nicht wirklich. Ich wüsste nicht, wie ich das machen könnte. So, warte, wir gehen einmal mit Schrauben hier raus, weil es ein Fusionator ist. Kann man ja Fusionator und dann wollte ich ja einen Splitter machen. Wir haben jetzt noch 3 offen. Jetzt müssen wir den auch noch, stimmt. Geht das? Man sieht einfach gar nichts. Wenigstens ist es schon heller. Hallo? Danke. So, schon mal hier hochklettern.
die sind an, ja. Nein, ich will doch nicht, dass du direkt da drauf gehst. Ich will, dass du hier reingehst, aber... Außer, du machst was anderes. Außer ich mach das, naja... Direkt hier. Fusionator. Dass er da lang geht. Das ist einfach zu wenig Platz hier. Das ist krass. Das ist so krass. Oh, da muss ich ja übelst überlegen. So, wir brauchen einen Splitter direkt. So, dann haben wir schon mal das gesplittet. Da kommt es dann rein. Nur ist die Sache, wie machen wir es? Hätte vielleicht auch noch eine andere Idee. So, jetzt fusionieren wir die Scheiße. Vielleicht klappt das ja so. Mal gucken. Leck mich bitte. Ich will mich gerne da ausbreiten, aber es geht nicht wegen dieser scheiß Gastoxin-Wolke hier.
Das ist kacke. Das ist richtig scheiße. Kannst knicken. Wirklich kannst knicken. Außer wir machen was ganz anderes. Außer wir müssen das nochmal umdrehen. So. Aber. So. Ich raff das irgendwie gerade nicht. Weil ich hätte vielleicht eine Idee, deswegen muss ich gucken, wie ich das mache. Aber ich will meinen Plan jetzt hier nicht, was ich hier oben aufgebaut habe, so jetzt direkt zerstören und umändern. Muss doch irgendwie einen Weg geben. Gott, ey. Die sind mal extra Schrauben. So, Eisenstangen werden hier raus produziert. Die werden dann aufgeteilt. Mache ich das jetzt einfach mal gucken. So wenig Platz wie möglich. Splitter. So, Produktion Constructor. Thank you.
Mann, ey, das kann doch nicht sein. So. Warum kann ich es da machen? Das macht sowas von keinen Sinn. Verstehe ich nicht. Verstehe ich leicht nicht, ohne. So, Logistik. Rein damit. Rein damit. So, das wird dann jetzt hier verbunden. Das wird gesplittet und hier wird es dann fusioniert. Ja, jetzt haben wir ein bisschen. Wir haben es fast. So gesagt. Das geht nicht. Wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Oh je, Mini. Wird keiner merken. So. Rotor, Rotor und dann diese Dinger, ja. Logistik, Fusionator. Hä? Warum? Vielleicht klappt das ja.
So. So. Förderbandlift. MK2. Dass wir extra mehr platzieren können. Das geht denn hier rüber. Nein, ich will. Kann ich das nicht irgendwie anders machen? Baumenü. Achso. Naja, aber. Baumodus umgekehrt. Das ist gut. Das will ich haben, ja. Ungenügend Materialien. Ungenügend Materialien. Let's go. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Es hat 30 Minuten gedauert, um sowas herauszufinden. Ich wusste gar nicht, dass man die auch umkehren kann. Nice. Das ist super schmecky. So. Das haben wir jetzt. Jetzt nochmal extra gucken kurz. Ganz langsam. Das geht nicht, weil ich stecke. Ja, naja, tja. Dann gehen wir jetzt zu Dings hoch. Für die Biomasse. Nochmal gucken, ob die Blütenblätter wirklich im Arsch sind. Hui. So, hier waren die Blütenblätter drin. Was ist denn bitte weg? Sicherung durchgebrannt. Ach, weil mehr, ja, weil mehr Sachen dranhängen jetzt so. Deswegen. Was brauchen wir? Platten. So, dann machen wir noch ein bisschen Platten. Danke. Dann bauen wir noch so einen Biomasse-Generator. Alter. Es wird mal Zeit, dass ich auf Kohle umsteige. Das macht vielleicht ein bisschen mehr, oder? Würde ich wetten. So. Dann bin ich mal lieber die Blumenblätter hier. Blütenblätter. Und. Hä? Also, ist ja noch nicht verbunden. So, jetzt können wir es machen. Das funktioniert nicht, weil wir noch einen wahrscheinlich brauchen. Oh je. Noch mehr von diesen Platten. Dann noch mal ein bisschen von diesem Zeug. Platten. Wir müssen sowas von daraus Kohle umstellen. So, zack. Jetzt geht's. Sieht man hier die Linie? Ja, ja. Maximale 317 Megawatt und wir sind gerade Production 200 Megawatt. Kapazität 270 Megawatt. Ja, wir konsumieren circa so viel, also das Orangene. Naja, gucken.
Einfach bitte gucken. So, jetzt müssen wir zu unseren da unten hin. Wegen unserer Rotoren. Dann können wir das auch weitermachen. Dann kriegen wir diese verbesserten Nahkampf und diese Kapazität. Eisenstangen. Warum macht er aber... Das macht Sinn. Das macht wirklich, wirklich Sinn. Ist egal, wir können hier noch ein Dings machen. Ein Konstruktor. Oh, ist das laut, ey. Kabel brauchen wir dafür. Kabel brauchen wir dafür. Es ist schon wieder bei 14 Minuten fast angekommen. Ach, ich mach 50 Minuten diesmal draus. Für euch. Man sieht einfach so gar nichts. Aber wegen die da oben ist. Macht Sinn. Eisenstange. So, jetzt sind wir schnell nach oben. Ja, das war ein Fehler von mir gerade. So, das war's. Ende? Ende Gelände? Ja. Jetzt muss ich den nur mit Strom noch hinzufügen. Und dann haben wir's. So. Nice. Das haben wir. So, jetzt können wir nochmal extra zu Roto oben hingucken. Weil wir haben erstmal 5. Wir brauchen weitere 5. Pass mal hier lang, danke.
perfekt. So, das wird erstmal hier. So, jetzt können wir erstmal das auch abschließen. Schon mal. So. Rein damit. Milestone reached. R&D inflated your pocket dimension. Neue Ausrüstung und Spieler verbessert. Super. So, Frachtgeld fährt zurück in 3 Minuten circa. Pass auf. Okay. So, haben wir hier noch was, was wir machen können? Schwefel, Kohle. Kohle müsste ich ja noch finden. Theoretisch. So, wir haben uns das Spieler verbessert. Ja, haben wir. Das ist super. Intelligente Beschichtung. 3 von diesen Elektroschnecken. Noch einen davon. Das ist dieser Objektscanner. Farbpatronen. Bisschen mal hier aufräumen, finde ich. Was ist das eigentlich? Samenerz. Seltsames Alien-Metall, das mit neuen Möglichkeiten glänzt, noch in Arbeit. Hat noch keinen Nutzen. Okay. Dann mache ich das lieber mal hier rein, ne? Perfekt. Was ist das? Biomasse? Schwefel. Das ist Schwefel. Schwefel können wir mitnehmen. Rohr können wir mitnehmen. Kupfer können wir auch mitnehmen. Brauchen wir alles hier nicht drin? So viel Kupfer brauche ich gar nicht mal. So, jetzt können wir mal gucken, weil, wie gesagt, das machen ja hier diese Öfen. Und hier geht es nicht mal mehr weiter, weil es einfach komplett voll ist. So, von hier geht's raus, von hier geht's rein, von der anderen Seite geht's raus. Und dann geht's da wieder rein anscheinend. Und hier ist es ja auch schon voll. Ja. Es geht aber hier rein, ne? Geht's da wieder raus? Hier drin? Achso, ja. Er füllt sich ja schon langsam. Deswegen. Oh, gut, dass wir hier direkt entstehen haben. Produktion, Werkbank. Schade, dass das nicht so schneller geht, finde ich. Danke. So, jetzt bauen wir noch von diesen 2 Containern, dann können wir. Organisation, wie 44, okay. Besser aus. Zack.
Und so einfach klappt's. So, jetzt haben wir mehr von diesen. Jetzt brauche ich wieder Platten. Ich brauche wieder Platten! Muss reichen. Hoffe ich doch. Das sieht gut aus, jo. Gut. Ich weiß, was wir auch noch machen können. Könnten. Genau. So, die machen wir jetzt mal weg kurz. Danke. Und denen dann auch kurz. Wir kriegen ein bisschen mehr Kupfer deswegen. Macht ja auch Sinn, weil wir das Ganze abbauen hier. Aber ich will, dass es ein bisschen. Ich will meinen Kupfer wirklich loswerden. Das heißt, ich mache das hier. Ich baue hier noch einen Konstruktor hin. So, Logistik, Fördersplitter. Ach, er hat gesagt, es splittet sich. Zack. Zack. Das sieht scheiße aus. Perfekt. Gut. Ich will wirklich keine Eisblöcke mehr. Oh Gott. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ja, das ist die eine Schnecke. So, das heißt. Weil es wird ein bisschen hier knapp mit der Dings wieder, ne? Ja, ich brauche wieder Platten. Hab ich aber keine mehr. Naja, Eisenbahn können wir machen. Haben wir nur 70. Dann ist das auch wieder weg. Das ist schon mal gut. Schön. Ach, wir haben schon 15 Minuten von dieser Aufnahme. Oh Mann. Ach, ich komm, zieh das durch. Bis wir das hier fertig haben, dann. Geil. Schon richtig krass. Dieses Game, was dich immer auffordern soll. So. Mal gucken. Ich muss ja auch noch mal einen anderen Seno-Stab bauen. Nicht diesen Seppo. So, gleich haben wir es.
Zack. Jetzt können wir daraus Eisenplatten machen. So, gut. Das hätten wir. Wie wolltest du denn jetzt machen? Fusionator. Ich weiß, wie ich es machen wollte, oder? Ja, easy. Ich weiß, wie. Ich weiß, wie. So, jetzt können wir ja nicht da mehr lang, wie gesagt. Aber was wir machen können, ist das hier. Na, wir können das einzeln machen. So. So, der geht dann da oben hin, ja. Perfekt. Kann ich das irgendwie hier drauf platzieren? Kann ich. Anscheinend. So. Ja, Strom ist wieder aus. Perfekt. So, das hätten wir. So, gut. Dann gucken wir uns mal an, was wir denn noch als Meilenstein machen könnten. Aber, naja. 15 Minuten, 55 Minuten haben wir schon mal. Dann machen wir das nochmal kurz mit der Biomasse und dann... Der ist rot. Der ist leer, ja. Ach, scheiße. Was vergessen. Was vergessen. Schnell dahin. So. Zack. Aua. Bisschen wehtan. Renn damit. So, da sind wir kurz wieder. Ich wurde kurz gestört, aber naja. Ich hoffe, es hat gefallen bei diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, beziehungsweise abonniert mich. Das würde mir ja richtig helfen. Und jetzt habe ich kurz mal hier. Ich muss noch mein Kupfer irgendwie loswerden. Irgendwie jedenfalls. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert mich doch. Das würde mir sehr, sehr freuen. Und dann, wir sehen uns im nächsten Video. Weil dann werden wir erstmal ein bisschen rumgucken, ob wir vielleicht ein bisschen Kohle finden. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. With the bills.